Ciao Leute, ciao von Andrea Unger. Was nach 2008? Abonniere Sie sofort, sonst gehe ich nicht weiter. Nein, also, wie gesagt, ich habe die 2008 Weltmeisterschaft gewonnen und das war mein Ziel. Ich wollte die Weltmeisterschaft gewinnen. Was ist aber dann passiert? Ende 2008, da war ich schon, wie Sie gesehen haben, gut im Plus, also niemand konnte mich vermutlich erreichen. Aber bei Zufall habe ich ein Interview gelesen von dem Gewinner von 2007, Michael Cook. Sehr guter Händler und ist auch mein Freund heute. Und in diesem Interview hat er gesagt, dass sein Ziel war, die Weltmeisterschaft dreimal in einer Reihe zu gewinnen. Er hat 2007 gewonnen und er wollte also dreimal in einer Reihe gewinnen, weil niemand hatte das geschafft in der ganzen Geschichte von der Weltmeisterschaft. Da war ich im Bett mit meiner Frau und nicht falsch verstehen bitte, ich war im Bett, wir waren bereit zum Schlafen, also schlafen wirklich fertig. Also ich war mit meiner Frau und ich habe gesagt, guck mal, der Kerl hier, der sagt, der wollte die Weltmeisterschaft dreimal gewinnen. Das sagte ich, ja und? Ja, ich werde jetzt gewinnen vermutlich, aber einmal haben mehrere gewonnen und das echte Deal, wie die Amerikaner sagen, ist wirklich das dreimal in einer Reihe zu gewinnen. Und sie fragte, ja und, was meinst du, wenn ich weitergehe, also auch in 2009 versuche, die Sache zu gewinnen und dann in 2010? Sie hat mich angeschaut und sagt, du bist verrückt. Warum? Sie wusste, wie viel Stress ich hatte mit dieser Geschichte. Aber okay, ich sagte, wenn du das machen willst, dann los, mach es ruhig. Und habe ich also entschieden, auch in 2009 teilzunehmen. Und das ist, wie es dann aussah. So, das waren die Equity Lines, haben wir schon letztes Mal gesehen. 6, aber nicht 4, das werden wir in einer nächsten Aufgabe erklären. Zweites Jahr, 2009, das ist die Equity Line, wie sie genau aussieht. Man sieht sofort am Start, sah es nicht so schlecht aus, aber plötzlich bin ich wieder runter hier abgestürzt. Dann nochmal rauf, wieder tapfer und stark und dann wieder runter. Hier im Juni war ich am Break-Even, 0,96% im Plus. Juni, halbes Jahr weg, kein Prozent, nichts zu tun. Und was ist dann passiert? Das sieht man auch hier in den unterschiedlichen Ausgaben. Am Anfang war dieser Richard Reagan ziemlich gut miteinander. Und ich war da unten und langsam bin ich gestiegen. Und am April, okay, der Boss ist wieder da. Andrea Unger wieder im Sieg. Der Weltmeister, es gibt nur einen Weltmeister, Andrea Unger, okay? Nur eine Woche später war ich nicht mehr in der Top 3, sehen Sie? Und es hat noch länger gedauert, bis 22. Mai, einen ganzen Monat, bis ich wieder zu den Standings kam, zweiter Stelle. Dann ein bisschen hier, immer zweiter, dieser Ari Masters war da oben, hat nichts getan, war bei 83%. Dann ein bisschen runter und da kam Richard Reagan wieder. Dann wieder verschwunden. Wieder rein, okay, und der Brady Preston hier, der ist ein sehr guter Trader, von dem werden wir nochmal reden. Andrea Unger, dritter Stelle, Andrea Unger hier unten, in Juni, das war schon Juni, hier war ich verschwunden. Dann wieder weg, hier, und dann endlich wieder auf. August, erste Stelle, immer, bis hier, wo ich von 50% auf 60% gestürzt bin. Aber dann wieder Nummer 1. Und dann hier im November habe ich nicht mehr gehandelt. Das heißt, ich bin zu den 115% gekommen. Und das war 5 Monate. Und dann habe ich aufgehört. Weil ich war in Kontrolle. Die anderen haben hier nichts getan. Nur der Brady Preston hat etwas probiert. Aber nicht genug. Sehen Sie? Ari Master hat vermutlich gar nicht gehandelt. Und Brady Preston war nicht in dem Fall gut genug, mich zu erreichen. Er war bis zu 60% hier, 67%. Aber dann ist er langsam runtergekommen und hat mit 25% die dritte Stelle geschafft, Ende des Jahres. Also das waren 5 Monate,
vom Juni bis zu November, wo ich diese 115% geschafft habe. Sorry. 115%. Aber warum hat es hier nicht geklappt? Und was ist hier passiert? Waren die Systeme plötzlich wieder gut und hier schlecht oder was? Das ist, was passiert ist. Also, es war ein schwieriges Jahr, aber was ist passiert? Warum habe ich solche gute Systeme gehabt in 2008 und warum haben die Systeme plötzlich nicht mehr richtig funktioniert in 2009? Von 672% bis auf 0 oder so im Juni nach 6 Monaten 2009 sieht es ein bisschen traurig aus. So, was hatte ich als Systeme eigentlich in 2008? Ich hatte 4 Systeme, nur 4. Ein Counter-Trend-System auf Mini-S&P 500, ein Trend-Following-System auf DAX Future, ein Trend-Following-System auf FIB Future, italienische Future, beide Intraday, auch das Counter-Trend-System auf Mini-S&P und ein Übernacht-System, Trend-Following auf Euro-FX. Okay? Future auf Euro-Dollar. Erstmal, was Sie schon hier sehen, ist ein Fehler. Ich hatte DAX und FIB, 2 Index Future, Intraday Trend Following. Und diese sind natürlich zu hoch korreliert. Es ist ja klar, wenn DAX steigt, steigt auch FIB. Und wenn FIB stürzt, dann stürzt auch DAX und vice versa. Also das Problem war, ich hatte schon einen schlechten Mix von Systemen. Und das, bis alles richtig läuft und in 2008, wenn die Index-Futures runtergefallen sind, dann sind sie wirklich tief runtergefallen. Man hat nicht Geld auf den DAX verdient und Geld auf den FIB verdient. Aber wenn die Situation blöd aussah, dann hatte ich Pech. Was bedeutet blöd? Blöd ist, wenn der Markt keine Richtung nimmt. Dann steige ich ein Long und dann geht es wieder runter, dann kehre ich die Position Short und dann geht es wieder hoch, dann wieder runter und ich verliere einen Haufen Geld. Und ich verliere es doppelt, einmal auf DAX und einmal auf FIB. Das war schon ein Fehler. Habe ich das Fehler in 2008 nicht gemerkt, weil die Märkte sehr stark in eine Richtung gefahren sind, nach unten in dem Fall. Aber in 2009 war es nicht so. Und nicht nur, meine Systeme waren auf statistische Gründe gebaut. Und die haben sehr gut funktioniert, bis der Markt noch seine Identität hatte. Aber nach der Situation in 2008, wo alles verrückt war, der Markt war ein bisschen wie besoffen. Und wenn einer besoffen ist, dann macht er nicht mehr, was er üblicherweise tut. Ja, wenn er immer besoffen ist, dann macht er das natürlich immer alles gleich. Aber normalerweise machen wir einige Sachen und wenn wir besoffen sind, machen wir die Sachen ein bisschen anders. Für eine Weile. Aber wir wissen nicht, wie lange. Und die Märkte waren genauso. Die Märkte wussten Anfang 2009 nicht, was sie machen sollten. Die Märkte sind die Teilnehmer natürlich, die Händler. Das war so, dass nach der verrückten Situation vom Herbst 2008 wussten die Händler nicht mehr, ob die Märkte weiter nach unten fallen sollten oder ob sie sich endlich wiederholen könnten. Und in dieser Situation im Zweifel waren die Bewegungen so blöd, dass alle statistischen Werte nicht mehr gültig waren. Und natürlich meine Systeme, die auf statistische Werte geboren wurden, konnten nicht mehr richtig funktionieren. Habe nicht so viel verloren, aber habe genug verloren, keine Gewinne zu erzielen. Und das war Mitte des Jahres. Was ich gelernt habe von der Weltmeisterschaft, und das ist ein Vorteil von diesen Wettbewerben, schnell und richtig zu reagieren. Das war's. Ich musste immer mit hohem Risiko arbeiten, aber ich musste auch die richtigen Sachen tun. Und die richtigen Sachen waren, eine schnelle Entscheidung zu treffen, welches System ich ändern musste und wie. Erstmal, DAX und FIB zusammen, drei Folgen, nein, eines musste weg. FIB, DAX ist besser, mehrere Volumen und so weiter. Das System auf Mini-S&P, Counter-Trend, das hat immer noch gut funktioniert. Aber, denk mal, die Bedingung ist, gibt es heute keine Volatilität, kleine Bewegungen, morgen gibt es die Wahrscheinlichkeit, einen Trend zu haben. Das ist ein Filter, okay? Arbeite im Trend nur, wenn es gestern ruhig war.
MinSP war umgekehrt. Es war ein Counter-Trend-System, also arbeite nur, wenn es gestern eine große Schwankung gab. Okay? Das ist ein Filter. Volatilitätsfilter heißt das. Also, in 2008 hatte ich mehrere Tage und Möglichkeiten zu arbeiten, weil es immer hohe Schwankungen gab. Und diese hohen Schwankungen haben mein System angeschaltet. Aber in 2009 gab es diese Schwankungen nicht. Es gab manchmal. Also das System auf MinSP, was so gut funktioniert hat in 2008, hat in 2009 einfach ganz wenig gearbeitet und könnte dann keine Gewinne bringen. Aber auch wenn es gearbeitet hat, habe ich gesehen, dass es plötzlich nicht mehr genug verdient hat. Warum denn? Oje, Limit Orders. Erinnern Sie sich das Video von dem unglaublichen System? Ähnliche Situation. Da gab es Limit Orders und nicht immer wurden diese Orders durchgeführt. Und ohne Ausführung habe ich einige Gewinntrades verloren. War das in 2008 nicht genauso? Ja, das habe ich nur später gemerkt. In 2009, wenn ich gesehen habe, wie viele Trades ich auf den Tisch gelassen hatte, wegen dieser Limit Orders nicht ausgeführt, dann habe ich kontrolliert. Aber wie war es in 2008? Dort ist es genauso passiert und ich habe auch in 2008 sehr viele Gewinne auf den Tisch gelassen. Aber die anderen Gewinne waren so hoch und das habe ich nicht gemerkt. Also, eine zweite Erfahrung, eine zweite Sache, die ich gelernt habe, immer die Trades analysieren, auch wenn die Geschichte ganz gut aussieht. Es kann immer etwas passieren, was wir nicht sehen, aber was eventuell gefährlich werden kann. Und in 2009, wenn die Gewinne klein waren und ich alle Gewinne bräuchte, ist die Situation eigentlich auf dem System von MinSP gefährlich geworden. Ich habe nicht mehr genug verdient, in einigem Maße sogar noch verloren, weil ich die richtig guten Trades nicht geschafft hatte. DAX allein, okay, das hat nach einem Zweifelstag gearbeitet, aber wie gesagt, der Markt war besoffen. Er war nicht sicher, was zu tun. Und ohne Sicherheit habe ich Verluste geschafft, weil mein System auf eine Situation geeignet war, die nicht stattgefunden hat. Der Markt war geändert. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss reagieren und im Juni habe ich entschieden, ein System auf den DAX, was auch Counter-Trend gearbeitet hatte, live zu stellen. Und dieses System habe ich also Kauf beim Tief des Tages und Verkauf beim Hoch des Tages angeschaltet. Wann? Im ersten Teil vom Tag, das heißt in den ersten Stunden, vor 11 Uhr hat das gearbeitet, weil ich im anderen System gesehen hatte, dass nach 11 Uhr fangen normalerweise die Trends an. Okay, also da habe ich gesagt, okay, ich arbeite Counter-Trend auf den DAX, aber nur in Zeitraum, wann es wahrscheinlicher ist, dass ein Counter-Trend, eine Counter-Bewegung stattfinden könnte. Das war meine Entscheidung. EuroFX-System, obwohl die Währungen nicht so stark beeinflusst waren bei der Krise von 2008, hat in 2009 auch keine Gewinne mehr gebracht. Und in dem Fall habe ich das System einfach ausgeschaltet. Das war die einzige Möglichkeit, die ich hatte. MinSP hat wenig geschafft, aber das neue System auf dem DAX Future hat genug geschafft, das Ziel zu erreichen, wo ich gemütlich oben war. Das haben Sie in den Standings gesehen. Und dann habe ich einfach aufgehört. Ich hatte also die Situation ein bisschen unter Kontrolle gehandelt und das Wichtige war, ich war am richtigen Moment schlau genug, die richtige Entscheidung zu treffen. Schlau genug bedeutet, ich hatte genug Erfahrung zu verstehen, was los war, und dann die richtige Lösung zu finden, damit ich auch das 2009 nach Hause bringen könnte. Was ist dann in 2010 passiert? Das erzähle ich in einem späteren Video, aber das war sehr interessant, weil in 2010 war die Situation noch anders und war noch interessanter. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie meinen Kanal, schreiben Sie Fragen eventuell. Ich weiß, es ist sehr viel und nicht immer kann das alles in einem kurzen Video erklärt werden, aber ich kann die Fragen beantworten und eventuell ein anderes Video drehen, wenn es mehrere Fragen gibt, die vielleicht eine breitere Klärung brauche. Ciao von Andrea Unger, bis nächstes Mal. Ciao von Andrea Unger.